Ich bin die Sarah. Ich bin Master at IBM im Bereich Industry Business Development und mache den Kooperation mit der ESB Reutlingen im Studiengang Consulting und Business Analytics. Mein Name ist Yannick und ich studiere Business Management mit Vertiefung Personal und Organisation an der DHBW in Heilbronn und ich bin Employee und Labor Relations Professional. Moin, ich bin Parmes, ich bin SAP Consultant und studiere an der WINGS Wirtschaftsinformatik. Ich bin Franziska, ich mache meinen Master am KIT in Information Systems Engineering and Management und bin hier bei der IBM Business Developerin im Bereich Insurance. Ich bin Julien und arbeite im Vertrieb für die IBM im öffentlichen Sektor und studiere IT-Management an der FUM in Stuttgart. Yes! Weil die erste Stelle war eine Personalstelle und auf genau eine solche Stelle habe ich gehofft. Ich war ziemlich überrascht, wie viele Stellen es für den Master at IBM eigentlich gibt und ich wusste auch gar nicht, worauf ich mich zuerst bewerben soll, weil alles unglaublich spannend und interessant für mich klang. Wie kann es sein, dass ich so ein cooles Programm nicht kenne? Ich habe mich dann beworben, obwohl ich Quereinsteigerin bin und ja, es hat funktioniert und jetzt sitze ich hier. Ja, die größte Chance, die mir IBM bietet, ist hier die Verknüpfung zwischen der Theorie und der Praxis. BWL und IT ist in Wirtschaftsinformatik die perfekte Mischung und IT ist die Zukunft, wie ich finde. Und warum sollten Frauen halt nicht die Möglichkeit haben, auch die Zukunft mitzugestalten? Das war meiner Meinung nach das beste Masterangebot in Deutschland. Und die Chancen, die ich darin sehe, ganz klar im Mittelpunkt der Technologieentwicklung zu sein und daran teilzuhaben. Die Zusammenarbeit ist viel lockerer und ich finde es echt cool, dass ich so viele weibliche Kolleginnen in IT habe. Dass ich trotz der Tatsache, dass es ein Konzern ist, mit Menschen zusammenarbeiten kann, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, mal jünger, mal älter sind und das auch flexibel, spontan und offen tun kann. Vor allem auch seine persönlichen Interessen so in den Vordergrund stellen kann. Vielseitig, dynamisch und wertschätzend. Innovativ, divers, persönlich. Vielfältig, bunt und aufregend. Offen, modern und casual. Arbeitsumfeld und die Art und Weise, wie ich arbeite, die Flexibilität, Offenheit und auch die Selbstverantwortung, die ich übernehmen kann. Meine Arbeit kann hier im Kleinenigen anfangen und kann dann einmal um die Welt gehen. Ask me anything Sessions, bei denen man die Geschäftsführer mal so richtig von der persönlichen Seite kennenlernt. Die Onboarding-Tage, da kam man auf jeden Fall ins Staunen und hat erst realisiert, bei was für einer tollen Firma man sich beworben hat.